Verlag, keine Ahnung. Warum habe ich jetzt eigentlich... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will nicht die Waffe haben. Ich will den Pfeil. Dann muss ich keine Munition verschwenden. Es sei denn, ich verliere den Pfeil. Ja, hier sind wir doch richtig. Hier sind wir doch richtig. Zack, hoch mit dir. Kollege. Ja, du kannst doch da bitte einmal hoch. Danke. Hey. Man, you have arrived just in time. Ich weiß hier. Where did you get it? Never mind. Let me just gaze at it for a moment. At some point, the emergency shelters downtown became too damaged to be habitable. Was ist das denn für eine arschgroße Zigarette? They were bursting at the seams. And the continued quakes just tore them apart. There were some smaller ones to the north that people said were in better shape. But I can't say for certain if anyone's still actually there. Okay, cool. Mach's gut. Sterb wohl. Just remember this. Keep your dignity and integrity. Richtig. Ach stimmt, da oben wollte ich nochmal rauf. Jetzt habe ich ja den Bogen. Komme ich da auch irgendwie? Ja, da müsste ich doch rüberkommen. Und da kommt... da komme ich nicht runter, aber hier sollte ich irgendwo runterkommen. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Einmal runter, also der mag irgendwie an Stangen rutschen und so, also ich, der hat glaube ich eine gute Karriere als Tripper oder sonst was gehabt. Ich weiß ja nicht, was er auf Reisen gemacht hat, auf Geschäftsreisen. Und ehrlich gesagt will ich es glaube ich auch gar nicht wissen. Aber wir haben es geschafft, so. Ist hier noch irgendwas? Nope. Gut. Dann können wir hier hoch. Hallöchen! Was ist los? Nur weil du eine Machete hast? Willst du mir drohen? Du willst mir drohen? Junge! Du willst mir drohen! Ich nehme nur dein Wasser mit. Ey, du willst mir drohen? Ey, komm, Leute, er hat mir gedroht, ganz ehrlich. Und wenn ich nicht... Halt die Fresse! Dankeschön. Stirb in Frieden. Ah, Moment mal, der lebt ja noch. Ja, ich hab dich getötet. Und weißt du auch warum? Weil du zu eine große Fresse hast! So. Merkt euch, wenn man eine große Fresse riskiert und da nichts hintersteckt, Leute, dann... Ihr kommt nicht weit damit. Ganz einfach. So. Wir wollen keine Trouble, okay? My mother can't use this canned food. She's desperate for something fresh. She's letting herself starve to death. I've gotta get her something other than that mystery meat. Was brauchen wir denn? Eine Tomate. Tja, ich habe keine. Entschuldigung. Goodbye. If you find something, anything, think about us. Ja, danke schön. Rattenfleisch habe ich. Juhu, ich habe Rattenfleisch gefunden. Juhu, Rattenfleisch. Gut, denn jetzt zurück auf die Schienen. Ey, ich fühle jetzt gerade überhaupt kein Mitgefühl für den, den ich gerade getötet habe. Ganz ehrlich, der hat wieder so eine... Ich hasse es, wenn Leute eine große Fresse riskieren und da nichts hintersteckt, ohne Witz. Es ist einfach so. Und was ist jetzt los? Auf einmal zeigt sich irgendwie mein Skype und ganz viele andere Sachen. Das finde ich aber gerade nicht in Ordnung. Entschuldigung, Entschuldigung, das will ich nicht, das wollte ich nicht. Laufen, 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 dabei nie die Hoffnung verlieren. Durch den Staub laufen. Mann, jetzt kommt schon wieder das da unten. Ich weiß nicht warum. Ach, was Skype. Irgendjemand hat mir über Skype geschrieben mal wieder. Toll. Ich liebe es. Ich bin gerade nicht zu erreichen, Leute. Ach, komm. Ja, Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Wer hat mir... Nadine. Okay.
Ja, Nadel. Die Nadel hat mir geschrieben. Und ja, ich weiß, dass sie es hasst, wenn ich sie Nadel nenne. Bestimmt hasst sie es. Ich weiß es nicht, aber bestimmt hasst sie es. So, komm. Wollen wir den alten Säcken jetzt noch den Wein geben oder nicht? Da müssten wir jetzt gleich da hoch. Aber ich weiß nicht. Alter, okay. Leute, ich mach mal kurz hier eine Aufnahme. So, jetzt sollte es sich erledigt haben. Ich hoffe es einfach mal. Es geht jetzt einfach mal weiter. Ey, yo. Listen, Mann, Junge. Was? Scheiße, warum? Ja! So. Ich krieg's doch hin. Und ich muss jetzt da irgendwie runter. Looks like the signal was coming from somewhere near that wrecked boat. Genau, und da müssen wir rüber. Ja, hier wusste ich nämlich nie, wie ich da hochkommen sollte. Ein Glück habe ich das Spiel jetzt ja gespielt. Und ich höre da jemanden rumhusten. Und da vorne liegen Items. Please do something, I'm stuck here. Ja, scheiße. Just collapsed while I was scavenging. But there's a forklift just there. Ich brauche eine Batterie. Ich habe leider keine Batterie. Und hier ist auch nichts, okay. Dann müssen wir erstmal wieder hoch. Erstmal Energie tanken. Die armen Leute. So, und da oben wollen wir jetzt hin. Alter. Kannst du bitte mal aufhören rumzustöhnen hier? So, ich weiß, hier hinter war was. Genau, die Batterie. Ha! Was? Ich dachte, ich krieg jetzt hier irgendwie was zu trinken oder was zu essen oder sonst was. Nein, ich krieg eine Batterie. Ist auch geil. Ist hier oben irgendwas drauf? Okay. Aber dann können wir wenigstens zwei Opfern gleich wieder helfen. Ist ja schon mal schön. Ach scheiße, ich dachte, ich kann darüber springen. Okay. Tachchen. You wanna know what life is worth now? Bitchin. Here comes a lonely hero. He's gonna. I like a man who knows how to charm a woman. Und wieder ein Opfer geholfen. It was an evacuation effort. Not much of one, if you ask me. But they did make a makeshift attempt. Boats mostly. Not enough to go around. They took the children first. That's why there are more older people here still left in the city. Alles klar, danke schön. Es hat mir nichts geholfen. Bottoms up! Ja, die werden sich jetzt erstmal schön mit Wein den letzten Tropfen Verstand aus ihren Hörnern knallen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Wein-Fan, ich bin ja mehr Bier-Fan, beziehungsweise was es sonst noch so gibt. Obstsalat. Und jetzt können wir unseren eingeklemmten Kollegen helfen. Klar, ich helfe dir doch. It's been a year now and still the quakes haven't stopped. I swear it was only a matter of time before I got caught under a pile of rubble. Alles klar, danke. Du hast mir nichts zu sagen. Okay, weiter hoch. Du schaffst das, Junge, hör jetzt auf nicht. Weh, du hörst jetzt auf. So. Da unten geht's weiter. Da sollten wir irgendwie hinkommen. Ja, da ist doch das Rohr. Da klettern wir jetzt rauf. Haben schon wieder zwei Leute. Also wir haben schon 10 Wiederholungen, beziehungsweise ich kann 10-mal vom letzten Checkpoint starten. Das ist ziemlich cool, finde ich. Also muss ich nicht die ganze Szene nochmal spielen, beziehungsweise den ganzen Akt. Aber egal. Jetzt kommt eine der, ich würde mal sagen, actionreichsten Szenen in diesem Spiel.
Weil jetzt kann man ganz viele Gegner töten. Und ja, ich liebe es, Gegner zu töten, die einen auf den Sack gehen. Die einfach nur eine große Fresse haben, weil sie eine Waffe in der Hand haben oder eine Machete. Und Kaspersky meldet sich. Was willst du denn, Kaspersky? So, dann gucken wir uns hier erstmal nochmal ein bisschen um. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Ah, okay, scheiße. Da kommen wir nicht weiter. Nein, da kommen wir nicht weiter. Gut, damit hat sich das erledigt. Und... There's a wrecked ship right there. The transmitter must be on the ship. Go check it out. But be careful, no telling who's been living in there. Genau. Dazu nehmen wir jetzt auch unseren Bogen. Bevor uns hier noch irgendjemand krumm kommt. Okay, da kommen welche. Alright, calm down. Haben die alle drei Macheten? You guys make a fella feel at home. Was willst du? Dich habe ich in Resident Evil 6 5 getötet. Let's talk this over, okay? So, jetzt probieren wir das mit dem Feuer, Feuer mal aus. Whatever you say. Don't shoot. Take it easy, man. Let's talk this over, okay? Nein, ich stoß dich ins Feuer. You don't have the guts to shoot that. Oh, schön. Point that somewhere else. Und mit Pfeil töten. Ich hab den abgebrannt, den Kollegen. Das, ich hab zum ersten Mal den abgebrannt, oder so einen abgebrannt. Kann ich den noch töten? Lebst du noch? Der wackelt noch. Och Mann. Okay, schauen wir uns um. Alter, ich sollte vorsichtig hier sein. Hier haben wir zum Beispiel noch Schmerzmittel. Oh, ich hasse das Schiff. Hier haben wir Nixe. Nein, nix. Das hört sich schon wieder ziemlich krass an, die Musik. What the hell you think you're doing? Well, well. What do we have here? Whoa, guys, take it easy. Okay, den Bogen scheinen sie nicht wirklich richtig anzunehmen. Das sollte ihnen jetzt aber eine Lehre gewesen sein. What luck. Oh, schon wieder ein Erste-Hilfe-Kasten. Geil. Aber hier liegt keine Pistolenmunition. Das finde ich ziemlich doof. Aber was soll's. Damit muss ich leben. Obwohl, bevor ich da jetzt rausgehe, gehe ich doch lieber außen, um zu gucken, ob da irgendwelche Leute sind. Ja, hier kann ich jetzt mal rennen. So, ich gehe mal lieber hier außen rum. Ja, gucken wir doch mal. Anscheinend ist da nichts. Na, vielleicht habe ich Glück. Ja, ich habe Glück. Das ist erstaunlich selten bei mir, dass ich mal Glück habe. Und hier drüben ist aber so gut wie nix. Gut, gucken wir trotzdem mal, was gibt's hier noch? Irgendwas, was uns weiterhelfen könnte. Außer zerbrochene Schiffsteile und... Nö, gut, alles klar. Das hat sich dann damit erledigt. Und wir machen weiter. Ich habe Angst. Okay, da geht's runter und da geht's lang. Da ich gerade überhaupt nicht wissen will, was mich da unten erwartet und hier nichts ist, gehe ich doch runter. Och Menno, ich will nicht. Aber es muss sein. Wechsel doch lieber besser auf die Waffe. Okay, da haben wir einen mit Waffe und einen zweiten mit Waffe. Das heißt, wir können den einen exekuten. Ist
da noch jemand. Scheiße, das ist echt scheiße gerade. Ich glaube nämlich, dass da vorne nämlich noch einer ist. Ja, ich hab's gewusst. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle drei Waffen haben. Ich weiß, dass der da vorne eine Machete hat. Der in der Mitte hat eine Pistole. Und der weiß es nicht. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil ich bin fucking crazy drauf. Oh, ich kann auch manuell ziehen. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, manuell zu ziehen. What the? Hello? How did he get in? Your time has come. Hallo, schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Der wollte nicht schießen! Okay. Okay. Wir machen es nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin hier. Alles klar. Da geht's auch lang. Wusste ich gar nicht. Aber ich hab... No way, man! Oh, danke schön. Hilfe? Du willst Hilfe? Du willst mich abknallen, Junge. Tschüss. Tut mir leid, aber ich bin unbarmherzig gerade dabei. Der Junge hatte aber irgendwie keine Kugel mehr in seiner Waffe. Das heißt, ich habe ihn gerade wieder völlig umsonst getötet. Das ist ja sehr toll. So, haben wir hier irgendwas? Alles geleert? Das kann doch nicht sein. Der Maschinenraum. Okay. Hier scheint keiner zu sein. Liegt hier irgendwas rum, was mir weiterhelfen könnte? Nein. Wozu bin ich denn hier runtergegangen? Leute, ihr seid echt... Ach du kleiner Wichser! Und wie soll ich jetzt da hinkommen? Ach so, ich kann über Kisten steigen. Das wusste ich ja auch nicht. Ist mir auch neu. Adrenalin! Eureka! Eureka? Nee, nee. Ja, okay, wie Eureka? Nee. Das ist nicht wie Eureka hier. Das ist wie Jericho hier. Alles kaputt. Okay, dann schauen wir uns. Was zur Hölle? Where did you and your friends come from? Tell me, or you will die. We're living on the roof, just on our own. You lied. Everyone here looks fresh and well fed. Don't let us be the last thing you do. Okay, scheiße. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich muss doch darum. Aber den kann ich auch so besiegen. Es ist nur einer. Hey, you! Verreck, Junge! You're my hero. I guess these guys.